Hallo Leute, passt mal auf. Amun, bring die Maus. Wow, es hat geklappt. Toll, oder? Schaut mal Leute, das hier ist natürlich keine echte Maus. Hier bitte. Sondern eine Spielzeugmaus. Ich sag euch was, Amun ist ein richtiger kleiner Filmstar. Wie cool, oder? Ich bin nämlich heute bei Renates Filmtier Ranch und ihren tierischen Schauspielern. Die zeigt mir heute mal, wie sie ihre Tiere auf Drehs vorbereitet und was man dabei so beachten muss. Wir starten natürlich wie immer mit der Quizfrage. Welche Hunderasse ist Filmhund Lassie? Antwort A, ein Golden Retriever oder Antwort B, ein Collie? Die Auflösung gibt's wie immer am Ende der Sendung, aber jetzt habe ich erstmal die Infos für euch. Eine Schafherde, die freiwillig in ein Haus läuft. Eine Gänseschar, die mitten durch die Fußgängerzone watschelt. Eine weiße Ratte, die übers Bett krabbelt. Damit solche Filmszenen möglich sind, braucht es Filmtiertrainer. Sie wählen die tierischen Stars aus, trainieren sie und kennen ihr Verhalten ganz genau. Und die Tiere haben Vertrauen zu ihrem Trainer. Das ist wichtig, denn am Filmset ist es oft laut, hell und hektisch. Mit Ruhe, Gelassenheit und entsprechender Belohnung können Filmtiertrainer ihre Schützlinge am Drehort dazu motivieren, ganz besondere Kunststücke zu tun. Ich besuche heute Renate auf ihrer Filmtier-Ranch. Hier leben Ziegen, Schafe und Hühner. Außerdem mehr als 20 Hunde und Katzen. Von der Filmtiertrainerin möchte ich erfahren, wie aus Haustieren Filmstars werden. Hallo, grüß dich. Hi, wen hast du denn hier? Das ist Denver, unser Nachwuchs. Denver, der ist noch klein, oder? Der ist noch klein und jung, ja. Wie sieht denn Denvers Ausbildung aus? Was machst du da, damit er sich an das Leben als Schauspieler gewöhnt? Also im ersten Jahr bin ich jetzt nur drauf, dass er zum Beispiel sich bürsten lässt, ohne Panik zu kriegen, dass er sich anfassen lässt, dass er zu mir kommt, eine gute Bindung hat, Vertrauen. Das ist so im ersten Jahr. Also das hat alles schon mal gut geklappt. Bürsten, lässt sich anfassen, keine Angst vor Fremden. Was macht ihr noch? Zum Beispiel auch Transportbox-Training, Autofahren. Cool, kannst du mir das mal zeigen? Das kann ich dir zeigen, ja. Perfekt, du kommst mit, Denver. Du bist ja der Star heute. So, das sind jetzt so die ersten Schritte, dass er die Box toll findet. Ich lege einfach hier ein Leckerli rein. Er darf sich das holen und wenn er will, darf er auch wieder raus. Jetzt am Anfang schmeiße ich ihn immer nur wieder ein Leckerli rein. Wenn er dann schon mal reingeht, sich umdreht, kann ich schon langsam mal die Tür bewegen. Das fand er jetzt schon ein bisschen seltsam. Ja, darf er auch noch. Er ist ja noch in der Lehre sozusagen. Hä? Das ist ja eigentlich so als Katzenhaustierbesitzer auch nicht verkehrt, wenn man das so unbedingt positiv verknüpft. Das ist eine gute Übung für jeden Katzenbesitzer. So, und jetzt mache ich hier mal zu. Solange bis er gefressen hat. Eignet sich denn jede Katze als Filmkatze? Man muss wissen, dass Katzen es nicht sehr gerne mögen, wenn sie in ein neues Revier kommen. Dann sind sie unsicher, ängstlich, verstecken sich. Das kannst du natürlich bei einer Filmkatze nicht gebrauchen. Bei uns in der Branche sagt man immer, unter 100 Katzen eine, die sich wirklich dafür eignet. Boah, welche Tierart lernt denn am schnellsten? Ich würde sagen, die zeige ich dir, die habe ich nämlich hier. Sehr gut. Das hätte ich nicht gedacht. Hühner sind hier auf dem Hof die fleißigsten Schüler. Die sportliche Henne Edda hat Spaß am Training und vor allem an der Futterbelohnung. Die gibt es immer, wenn Edda dem Stab mit der roten Kugel folgt. Gleichzeitig klickt Renate, um Edda zu signalisieren, dass sie alles richtig macht. Ui, okay, das ist wirklich ein sportliches Huhn. Und wir können sogar Chicken Dance machen. Machen wir ein bisschen Chicken Dance. Das habe ich jetzt begriffen, glaube ich. Jetzt darf ich mal probieren. Hühner sind die perfekten Trainingstiere für den angehenden Filmtiertrainer. Denn hier geht es vor allem darum, schnell auf das Verhalten der Tiere zu reagieren. Ja, und jetzt kannst du ein bisschen Yoga machen, komm. Kannst du? Ich dachte, das wäre für ein sportliches Huhn eine Aufgabe und nicht für eine sportliche Anna. Kann jetzt belohnen. Ja. Sag mal, kann das jedes Huhn lernen?
sagen wir es mal so, wenn du ein Kind bist, nicht jeder will Klavierspiel lernen. Mhm. Und so ist es bei den Hühnern auch. Die eine hat mehr sich körperlich zu betätigen Lust und der andere eher geistig, dass sie knifflige Aufgaben löst. Filmhuhn Dolly kann zum Beispiel zwischen drei verschiedenen Figuren ihren natürlichen Feind herauspicken, den Fuchs. Gut. Wie kann man denn eigentlich Filmtiertrainer oder Filmtiertrainerin werden? Also hier in Deutschland ist es kein anerkannter Lehrberuf. Das heißt aber nicht, dass man trotzdem viel lernen muss. Also bei mir müssen die 2,5 Jahre quasi bei mir lernen, was alles dazugehört zum Filmtiertrainer. Und dann werden sie auch noch behördlich geprüft. Mündlich, schriftlich und praktisch. Also man muss ganz schön viel büffeln auch. Also die Hühner waren jetzt echt toll. Ich bin wahnsinnig begeistert. Ich hätte nicht gedacht, dass Hühner so schlau sind. Aber du hast ja noch jede Menge andere Tiere hier. Vielleicht kannst du mir noch eine andere Tierart zeigen. Das kriegen wir hin. Ziege Clara kann Reißverschlüsse öffnen. Gehst du mit deinen Händen weg? Das war gut. Aber sag mal, muss man da nicht jetzt bei Haustieren speziell aufpassen, dass man denen dann nicht irgendwas Falsches beibringt? Weil das ist ja jetzt eigentlich ein freches Verhalten, das gefördert wird. Natürlich muss man vorsichtig sein, aber wenn es unter Kommando gestellt ist, zeigen die das eigentlich nur, wenn man auch das Kommando dafür gibt. Also die rennt mir jetzt nicht den ganzen Tag nach und öffnet mir immer den Reißverschluss. Ah, okay. Zurück. Geh zurück. Ja, super. Toll gemacht. So, ich habe jetzt hier einen Stein. Das ist die Marke für die Clara. Dann weiß sie, wenn ich den da hinlege, da soll sie sich draufstehen. Und dann kann sie mit dem Kopf nicken. Super. Ist Anna und die Haustiere deine Lieblingssendung? Ja, wusste ich doch. Claras Schwester Heidi posiert wie ein Model. Das hat Renate ihr für ein Fotoshooting beigebracht. Ich möchte natürlich auch ein Foto mit ihr. Ist das eigentlich für die Tiere auch Spaß oder ist das für die wirklich Arbeit? Also ich denke, das ist einfach, oh, da gibt es ein tolles Leckerli dafür, da mache ich mit. Gibt es denn auch mal Tiere, denen man einfach nichts beibringen kann, die wollen einfach nicht? Also gibt es bestimmt, aber ich bin noch keinem begegnet. Bei Renate tanzen sogar die Schweine nach ihrer Pfeife. Dann stelle ich dir jetzt mal Lotte und Motte vor. Hallo. 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 Lotte, Motte. Komm mal. Komm mal her. Super. Oh, da wird aber schnell gefressen. Sag mal, Renate, du hast gesagt Minischweine. Mini sind die aber jetzt nicht. Doch, das sind noch Minischweine. Hast du schon mal ein richtig ausgewachsenes Schwein gesehen? Ja, die sind riesig, die das sind stimmt. Riesig, ja. Die schmatzen aber ganz schön. Ja, schmeckt halt auch gut, gell? Lotte, oh, Lotte. Jetzt gibt's gleich Ärger. Ja, manchmal sind die auch zickig, wie im richtigen Leben, gell? Was muss denn so ein Schwein im Film können? Wofür werden die meistens eingesetzt? Also meistens müssen sie halt ein Schwein im Stall oder im Gatter spielen. Ganz oft in historischen Filmen. Aber die hatten auch schon mal in einem Krimi mitgespielt. Und da hatten sie richtig viel zu tun. Da musste die Lotte zum Beispiel lernen, auf Kommando Sitz zu machen. Sitz, Lotte, Sitz und bleib. Wie ein Hund. Wie ein Hund. Lotte und Motte sind gefragte Filmtiere. Im Film müssen die Minischweine oft einfach nur durchs Bild laufen. Das funktioniert natürlich dank jeder Menge Belohnung. Na und? Macht Schweinetraining Spaß? Schweine gut. Das ist ja richtig cool, was die drauf haben. Der ein oder andere denkt jetzt vielleicht, das ist gar nichts Besonderes, dass ein Schwein auf einen zurennt, wenn man es ruft. Aber das ist sehr cool. Das können nicht alle Schweine, gell? Nee, das machen viele Schweine, aber nicht unbedingt überall. Das ist ja der Unterschied, dass unsere Tiere transportiert werden zum Filmset, dass es ihnen da auch gefallen muss, sie keine Angst haben. Das ist so der Unterschied zwischen normalen Schweinen und Filmschwein. Was ist denn, wenn ich jetzt meine, ich habe ein Haustier, das hat so viele Tricks drauf und hört so super gut, das muss ins Fernsehen. Man kann sich bei uns anmelden für ein Casting. Leider ist es oft so, dass die Besitzer ihre Tiere auch überschätzen. Oder dass die ganz tolle Tricks können, aber das nur für den Besitzer machen. Und dann steckt noch viel Arbeit dahinter, dass sie das auch mit fremden Leuten machen, sprich mit dem Schauspieler. Jetzt würde ich ja gerne mal Tiere sehen, die man sehr häufig im Fernsehen sieht, nämlich Hunde. Da hast du bestimmt auch welche, oder? Ja, da habe ich einen ganz besonderen und ich bin so stolz, dass ich dir den heute zeigen darf. Lissy!
hat keine Zeit, der will trainieren. Ja, wow, was für ein schöner Hund. Ja, das ist die Lassie. Im privaten Leben heißt er Bandit und ist ein Männchen. Ach so, warum haben die ein Männchen genommen, wenn es doch ein Weibchen ist im Film? Weil die Rüden schöneres Fell, mehr Fell haben als eine Hündin. Also da wird ein bisschen getrickst. Das ist ein Geheimnis eigentlich, ne? Habe ich ja. dir jetzt so geflüstert. Also, pst. Für den Kinofilm hat Renate in ganz Europa nach dem passenden Collie gesucht. Er sollte wie in den Original-Lassie-Filmen eine weiße Blässe haben. So nennt man die helle Fellzeichnung im Gesicht. Bandit war erst 5 Monate alt, als er zu Renate kam. Knapp 2 Jahre hat die Vorbereitung auf seine große Rolle gedauert. Dabei hat Bandit sehr viel gelernt. Bandit, kommst du mal? Mach mal Sitz. Was wir ihm lernen müssen, ist, dass er mit fremden Personen mitgehen. Und da zeige ich dir, wie wir das am Anfang machen, dass er das lernt und weiß, jetzt muss ich mit dem Schauspieler mitgehen. Jetzt steckst du dir die Leckerlis in die Tasche. Und immer wenn ich klicke, holst du den Leckerli raus und gibst es ihm, ja? So, und jetzt gehst du los, sagst einmal komm und gehst einfach. Komm! Geh mit! Geh mit! Eine Situation im Film hat mich jetzt wirklich total überrascht. Da musste Bandit aus dem Halsband rausschlüpfen. Ja, das war gar nicht so einfach, es ihm beizubringen. Aber noch schlimmer war, dass er das dann immer genutzt hat, wenn er woanders hin wollte. Dann ist er auch aus dem Halsband geschlüpft. Da musste man wieder gegen trainieren. So, das zeigt uns jetzt die Farina. Wichtig ist, dass das Halsband locker ist. So. Und dann sagt man ihm Kommando. Guck mal, ich kann gar nicht so schnell reden, wie es er macht. Ne? Er hat dann gelernt, rückwärts zu gehen. Und dann hat man war das Halsband sehr weit und dann wird es immer enger und er lernt, okay, ich schlüpfe raus, klick, Leckerli. Was am längsten gedauert hat, dem Hund beizubringen, ist mit gesenktem Kopf zu gehen, weil er soll ja mal erschöpft und traurig sein, dass er nicht mehr zurückfindet. Das dauert richtig lang, bis das dann mal eine Distanz von 20, 30 Metern wird. Ist es denn auch so, dass deine Hunde immer Spaß am Set haben oder haben die auch einfach manchmal keine Lust? Also es ist ja mein Job als Filmtiertrainer, dass der Hund immer Lust hat und alles lustig findet. Aber was das ganz Tolle beim Hund ist, in der Hundesprache ist es ja so, der, auf den alle gucken, das ist der Rudelchef. Und an so einem Filmset, da stehen schon mal 50, 60, 70 Leute rum und gucken nur auf den Hund, was der macht. Und das heißt, die Hunde lernen ganz schnell, ich bin hier der Rudelchef und das macht ihnen natürlich Spaß. Ja Leute, wir müssen noch die Quizfrage auflösen. Welche Hunderasse ist Filmhund Lassie? Antwort A, Golden Retriever oder Antwort B, Collie? Das ist natürlich Antwort B, Collie. Collies eignen sich sehr gut als Filmhund, zum einen, weil sie so hübsch sind und zum anderen, weil sie sehr intelligent sind. Oh Mann, Leute, was für ein toller und aufregender Tag. Ich durfte nicht nur den weltberühmtesten Filmhund kennenlernen, sondern auch noch jede Menge anderer tierischer Schauspieler. Und ich bin echt ein bisschen neidisch, was für eine innige Beziehung Renate zu ihren Filmtieren hat. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, Servus.